Solitaire Battle. Und zwar ist das Balatro mit Solitaire. Und ja gut, es gibt auch Characters. Ich habe mal eine Runde gespielt gehabt mit diesem Charakter hier, Rook. Aber es gibt auch noch mehr hier, Monk und Dwarf. Deswegen, Rook war eigentlich ganz simpel. Deswegen, ich würde sagen, wir machen erstmal mit Monk hier und dann vielleicht nochmal mit dem Dwarf. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Man kann auf jeden Fall schon richtig viel freischalten in der Testversion. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon die Vollversion. Keine Ahnung, ihr könnt es auf itch.io, könnt ihr es abchecken. So, Deal to Damage, minus 1 Limit. 4 SP to use. Okay. Okay. So, und zwar spielt man jetzt nämlich hier so solitär, ganz normal. Hier hat man seine SP-Punkte, seine Lebenspunkte. So. Okay, also er hat hier dieses Item. So ein Dings. So. Also spielt man ganz normal solitär, so wie man es kennt. Zack. Oh, schon gewonnen. Gut. Das ging aber sehr schnell. So, da gibt es immer so Infos. So, dann was können wir uns hier holen? Increase Chance for more Shop Options. Okay. Wir können noch eins kaufen. Stun Enemy. Okay. Das war's. Jetzt sind wir schon voll hier. Jetzt können wir für 10 können wir hier noch einen Equipment Slot holen, aber wir haben nur 3. Ich sage, wir sparen ein bisschen. Ich würde euch empfehlen, auch die Slots früh zu holen. Ich habe es letztes Mal verpennt, die werden mit der Zeit nämlich auch teurer. Oh, er fängt an. Aber er kann nichts machen, Lul. Können auch nichts machen. Nichts machen. Er hat nur noch ein Leben. Können nichts machen. Können nichts machen. Geht nichts. Da, jetzt. Zack, das war's mit ihm. Ins Gesicht gebombt. So, wenn nämlich jetzt gleiche Karten kommen, dann können wir die nämlich upgraden. Ansonsten nicht. Deswegen, ich würde mal noch Geld sparen, dass wir uns... Oder können wir noch was holen? Ne, geht nichts mehr. Deswegen, ich würde mal ein bisschen Geld sparen, dass wir uns noch so einen Slot hier freischalten können. Er fängt an. Okay. Wow, das war ja hart. So. Aber wir können nichts machen. Hier. 4, 3, 4, 5. 2. Ass. Sehen. Können wir auch nichts machen. Wie kann man die einsetzen? Stun Enemy. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Oder ob die einfach automatisch eingesetzt werden. So, können immer noch nichts machen. So, Dame. Probe.
Noch ein Bube, lol. Drei, zwei Ass und weg mit ihm. So, jetzt können wir uns einen Slot kaufen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier das Schild mit. Ja. Gibt uns mir jetzt zeitweise ein Schutzschild. So, 10. Bube, Dame. Ass, 2. 3, 2, Ass. 2. Zehn, neun, acht. Das war's. Er hat sich geheilt. 5, 4, 5, 4. Next hand. Zehn. Geht nichts mehr. Er kann auch nichts machen. 7, 6. Wie es halt beim Solitär so ist, ne? Man kennt's. Aua. Jetzt Damage gemacht. So, 9. Geht ja nur die 10, sonst nix, ne? Ne, sonst geht nix. Hey, wir haben gewonnen. Lol, warum? So, wir haben 15. Oh, das Schild würde ich gerne nehmen. Ah, hier können wir aufleveln. Stimmt, man kann die Karten auch aufleveln. Ah, können wir mitnehmen, sehr gut. Gut, weiter geht's. Oh, und das ist ja hier der andere Charakter. I'm digging. Fünf, vier, drei, zwei. Ass. Dame. 6. 7. 8.
Oh oh, nur noch 8 Leben. Und wir haben nichts einfach. Das gibt's da nicht. 4. Kannst nichts mit anfangen. Aua. 7. Nochmal eine 7, wie dumm. Next hand. Geht nix. Geht nix. Hier, jetzt. Jetzt haben wir ihn weg. Aber wir haben auch echt nicht mehr viel Leben, ne? Das können wir mal, Member Card. Immer einen neuen Charakter freigeschaltet, glaube ich. Ah, wir haben Leben wieder voll, sehr schön. So, eine 2 bringt uns nichts. Eine 8. 7. Bringt nichts. Jetzt Luck, ey. Zehn, neun. Sehr gut. Nix. Oh oh. 4, 5. Bringt nix. Der hat Luck, ey. Bringt nichts. Bringt einfach nichts. Da kommt nur Schrott. Was soll das denn? Kann ich nicht gebrauchen. Tja, was soll ich machen, wenn nur Scheißkarten kommen? Hm. Ja, also, ein Mönch schwarz nichts. So, dann probieren wir hier mal mit dem Dwarf. Let's go. Was hat er hier? Deal 3 Damage. Discard a random card. Okay. Komm gegen Slime. Geht nix. 8. Zack, weg mit ihm.
Das ist gut, Wildcard. Und hier noch Schild. Das war's. Mehr können wir nicht tragen, wir sind voll. Jo, da ist er. Rook. Oder Rogue heißt es, ne? Oha, was ist mit ihm los, ey? König, Dame. König. Schade, ist hier den Links im Weg. Geht nix. Zack, weg mit ihm. Hier, Schild können wir upgraden, das können wir upgraden. Nee, wir sparen. Hier, 10 brauchen wir. Kein Münzenglück, ey. So. 3, 2. 3. 9, 8. Warum geht das nicht? Hm. Aha, jetzt. Oha, hat er uns noch eine mitgegeben. Zack, weg mit ihm. So, jetzt können wir uns hier einen Slot kaufen. Sehr schön. So, was holen wir noch? Schild. Mehr Shop Options, das ist gut. Weiter. Oha, wer ist er denn? Ork, hab ich noch nie gesehen. Da gibt's schon einige. Ich dachte, das wäre jetzt echt nur so, ja, wie man halt kennt, das ganz normale Solitär und dass man halt ein bisschen so battlen kann. Aber ist schon ein umfangreiches Roguelike. Mit vielen Charakteren zum Freischalten und so weiter. Sachen zum Freispielen. Yes. Nur diese Tutorial-Hints nerven, kann man die nicht ausschalten? Nee, gell? Geht nicht. Da, Tutorial off.
So. Nächstes Blatt. Da 8, 9. Oha, jetzt geht er ab. Sechs, sieben. Was hat denn die 8 weggemacht? Die brauche ich doch. Oha, der macht mich noch, ey. Kann's vergessen, ey. Dick, dick. Aber da geht nichts. Es geht einfach nichts, Mann. Ich verkack. Weil ich nichts mache. Ich konnte nichts machen. Gut, dann probieren wir hier mit Broke. Probieren wir nochmal eine Runde. Und dann war's das. Mit dem bin ich letztes Mal gut durchgekommen. Da war no problem. 10. Ja, geht schon gut los hier. Nix. Ass. König, Dame, A. König. Oh, das war's schon mit ihm. Sehr schön. So. Mehr Geld. Mehr Stärke. Jo, das war's. Beastman. Fünf. Sechs. Mehr geht nicht. Vier. Drei. Oh, nice. Er geht gut ab, ey. Das Schild hätte ich gerne, aber. Warte mal, wir können das sperren. Und dann holen wir uns nächste Runde den Slot und das Schild. Der sieht aus wie ein Lego-Mann. Bandit. So, wir fangen an. Oder geht nichts? 4, toll. Wow. Oh ne, den König hätten wir machen können, shit.
Boah, jetzt geht er ab, ey. Vier, drei, vier. Free draw. Ja, toll, gleiche Karte. Fünf, sechs. Dass man hier einfach neu mischen kann. Muss man ewig lang warten, bis da die passende Karte kommt. Das ist doch voll nervig. Mach doch einfach eine Option, dass man neu mischen kann. Was? So, ein Picked up by enemy. Sechs. Weg mit ihm. Sehr schön. So. Sehr gut. Upgraden. Das da können wir upgraden. Gut, das heben wir auf. Oh, Robot. Sehr schön. Also kommen echt viele Characters. Das ist echt cool. Ich glaube, die kann man auch alle freischalten als spielbare Charaktere, die Gegner. Ja, 5 und 4 wäre eigentlich besser gewesen, ne? 8, 7. Oha. Geht nix. Da geht nix. Sechs. Sieben. Toll. Geht nix. Was? Na, er geht natürlich richtig ab. Aber trotzdem Leben verloren selber. Zack, das war's mit ihm. Error. Reroll. Gut, Kohle ist weg. Weiter geht's.
Oh, er ist dran. Wen haben wir hier? Knight. Der Knight in Person. König, Dame, König. Oha, zwei Ass-Dings. Da, zwei. Ah, hätte noch einmal rollen können, egal. Bringt trotzdem nichts. 6, das war's mit ihm. Sehr schön. Oh, Dagger können wir upgraden. Können noch einmal rollen. Hier, Collector. Sehr schön. Slime ist da. Sechs, fünf. Drei, vier, fünf. Geht nix. Vier, drei. Zack, das war's mit ihm. Sehr schön. Oha. Reloader. Die Karten, die wir haben, sind schon gut. Wir müssen noch ein bisschen upgraden. Aber da kommt nix. Oh, kommt nix. Droide. Zehn Bube. Macht er so eine Dame?
Das war's mit ihm. Sehr schön. Oh, alles Upgrades. Ach nee, das ist ein anderes Auge. Komm, noch was. Oh, Dagger. Das müssen wir safen. Weil das ist unser Hauptangriff. Oh, Lich. Lich is in the building. Oha, und er fängt an. Shit. Oh, und er hat auch noch Glück. Zehn, neun, acht. Ass zwei, drei, zwei. Ah, ich hätte 4, 5, 6 hätte ich machen müssen. Schade. Ah, jetzt macht er es. Geht nix. Ah, shit, hier die 7 Bomber. Schrott. Acht. Neun. Weil die machen ihm Schaden. Die mit den Kristallen machen ihm Damage. Vier. Drei. Zwei. Drei. König, Dame, König. Neun. Acht, sieben, acht. Mehr. Zwei, drei, vier, fünf. Schade, da ist die 6. Das war's mit ihm. No! Jo, wir haben's geschafft. Wir sind durch. Sehr schön. Da, Version 0.8 ist das. Check das mal ab auf. Wo gibt's das? Ach so, auf itch.io könnt ihr's checken. So, wir gucken mal, haben wir jetzt noch einen neuen Charakter? Ne, Charakter haben wir nicht. Aber hier kann ich euch mal zeigen, hier kann man noch Haufen Sachen freischalten. Und jedes Mal, wenn man eins freischaltet, schaltet man neue frei, die man freischalten kann. Das ist voll das schlaue System. 5 Stempel haben wir schon. Genau, und dann mit der Zeit, hier gibt es auch einen anderen Modus noch. Ich glaube, der ist schwieriger. Queen-Modus, auf jeden Fall hier das Standard-Modus. Und dann... Ach so, guck mal, man muss gar nichts Besonderes finden. Guck mal, dann kann man hier, wenn man eine bestimmte Anzahl von Stempeln hat, dann kann man da neue Charaktere freischalten. Also ist gar nicht so schwer. Und Diabolo Dev hat das Ding programmiert. Dankeschön dafür. Und ja, das war's mit Solitaire Battle. Nice. Nice Rootlike Game.
Sehr schön.